Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich denke, wir sollten beginnen, denn der Text, den ich vortrage, ja, es ist ein langer Text, er braucht seine Zeit. Ich habe ihn gekürzt natürlich, denn Max Weber sprach 2 Stunden am Stück und frei. Seine Rede wurde mit stenografiert und später dann aus dem Stenogramm gedruckt, was ja nicht uninteressant ist. Wenn Sie den Text hören, werden Sie wahrscheinlich die Kunst der freien Rede bewundern können. Ich selber muss ihn natürlich ablesen, aber ich betrachte ihn als Partitur und versuche, ihn mit Leben zu erfüllen, nicht mit dem Weberschen natürlich, über das Sie gleich auch noch etwas erfahren werden. Nun, Max Weber hat diesen Vortrag genau vor 100 Jahren in München in einer Buchhandlung, die einen relativ großen Lese- und Kunstsaal hatte, vorgetragen, und zwar auf Einladung einer liberalen Studentenvereinigung, die sich Freistudentischer Bund nannte. Max Weber war damals 53 Jahre alt, also ein paar Jährchen jünger als ich, und er hat, wie ich gleich vorweg sagen möchte, auf die welthistorischen Ereignisse des Jahres 1917 in seinem Vortrag keinen direkten Bezug genommen. Aber vielleicht hören Sie doch so etwas wie ein Grummeln im Hintergrund mit, über das wir morgen wahrscheinlich in der Diskussion uns auch unterhalten können. Nun, Kriegserklärung an Deutschland durch die USA im Frühjahr 1917, auch Brasilien, China und Griechenland schlossen sich einer solchen Kriegserklärung an. Dann natürlich die Oktoberrevolution, lange vorbereitet während dieses Jahres. Das sind so die Ereignisse, die den historischen Kontext nur andeuten. Zum Inhalt des Vortrags von Weber möchte ich einige Hinweise geben. Zunächst einmal auf die Art und Weise, wie er sich diesem Thema nähert. Er geht, wie auch später in seinem berühmten Vortrag Politik als Beruf, von außen nach innen, also sozusagen vom Beruf zur Berufung, so könnte man das nennen, denn mit dem Begriff des Berufs klingt auch immer der Berufung mit. Aber er beginnt, wie gesagt, nicht im Inneren, von der inneren Einstellung ausgehend des Wissenschaftlers, sondern von den institutionellen Bedingungen ausgehend. Man hat diese Rede als ein Bewährungsmodell für den idealen Wissenschaftler gepriesen. Ob das so richtig ist, das werden wir morgen auch diskutieren, denke ich mir. Aber Sie werden sich auch Ihr eigenes Urteil machen können. Nun, die großen Themen des Weberschen Werks, Sie werden hier eigentlich auch zur Sprache gebracht, wenn auch natürlich nicht in der systematisch-theoretischen Weise, wie Weber das in anderen berühmten Schriften getan hat, sondern, das muss man dazu sagen, der Vortrag oder diese Rede Webers hat einen durchaus lehrhaft normativen Charakter. Es geht also nicht um das, was er selber Wertfreiheit nennt, sondern in dieser Rede wird natürlich gewertet. Sonst könnte man auch nicht von einem Bewährungsmodell des idealen Wissenschaftlers sprechen. Die großen Themen klingen aber an: Rationalismus, Wertfreiheit, Entzauberung der Welt, der innere Beruf, die sittliche Lebensführung und das Schicksal der Zeit. Ja, auch die Gemüsefrau kommt vor und die falschen Propheten, von denen wir heutzutage auch etliche schon kennengelernt haben, da wäre sozusagen ein aktueller Bezug direkt mit Händen zu greifen. Es ist aber auch eine Rede, in der sehr viel bildungsbürgerliches Wissen zur Sprache kommt, und zwar in der Art und Weise, wie Weber zitiert. Also es kommen die großen, teuren sozusagen Autoren vor, wie Dante, Goethe, Nietzsche, John Stuart Mill, vor allem Tolstoi, über den er selber ein Buch schreiben wollte. Auch das Alte Testament nicht zu vergessen. Nicht alle diese Zitate bzw. Anspielungen werde ich hier vortragen können, denn ich musste natürlich den Text kürzen. Aber lassen Sie mich noch etwas zu dem Aufbau sagen.
Ich sagte schon von außen nach innen. Er beginnt mit einem Vergleich zwischen dem deutschen und amerikanischen Universitätssystem. Er kommt in einem weiteren Schritt auf die Bedingungen eines gelungenen Wissenschaftsberufs zwischen Beruf und Berufung zu sprechen. In einem dritten Schritt dann über das Veralten wissenschaftlicher Erkenntnisse und damit verbunden die Frage nach dem Sinn wissenschaftlicher Arbeit bzw. wissenschaftlicher Erkenntnis. Die Sinnfrage ist ganz zentral. Ein weiterer Schritt führt ihn dann hin zu diesem Zentralbegriff, der bei ihm immer wieder vorkommt, nämlich zur Entzauberung der Welt und zur Selbstentzauberung der Wissenschaft. Der fünfte Schritt, sozusagen in einer These fassbar, wissenschaftliche Glücksversprechen sind eine Illusion. So könnte man diese These kurz formulieren. Und hier geht es eben auch um die Grenzen der Wissenschaft. Und der letzte Punkt, den ich wieder als These hier zusammenfassen möchte, lautet: Die Wissenschaften liefern keine Rezepte für die Lebensführung. Bestenfalls sind sie Schulen methodischen und klaren Denkens. Sie sind aber niemals Verkünder religiöser oder irgendwelcher anderer Erlösungsversprechen. Soweit meine kleine Einführung. Ich möchte jetzt, das gehört sozusagen zum zweiten Schritt oder zweiten Teil dieser Einführung, Karl Löwitt zu Wort kommen lassen, der Philosoph, der von 1952 bis 1964 hier in Heidelberg gelehrt hat. Er war unter den Studenten, die die Rede von Max Weber in München gehört haben, und schreibt im Rückblick in einer Autobiografie, die in den 40er Jahren im Exil entstanden ist, Folgendes: Ein Münchner Buchhändler, ein bekanntes Schwabinger Original, stellte uns den Raum zur Verfügung. In seinem Vortragssaal hielt Weber auf unsere Bitte im Wintersemester seine Rede über Wissenschaft als Beruf. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er bleich und abgehetzt mit raschen Bewegungen durch den überfüllten Saal zum Vortragspult schritt und unterwegs einen Freund von mir begrüßte. Sein von einem struppigen Bart umwachsenes Gesicht erinnerte an die düstere Glut der Bamberger Prophetengestalten. Er sprach vollkommen frei und ohne Stockung. Sein Vortrag wurde mitstenografiert und ist wörtlich so, wie er gesprochen wurde, veröffentlicht worden. Der Eindruck war erschütternd. In seinen Sätzen war die Erfahrung und das Wissen eines ganzen Lebens verdichtet. Alles war unmittelbar aus dem Innern hervorgeholt und mit dem kritischsten Verstande durchdacht, gewaltsam eindringlich durch das menschliche Schwergewicht, welches ihm seine Persönlichkeit gab. Der Schärfe der Fragestellung entsprach der Verzicht auf jede billige Lösung. Er zerriss alle Schleier der Wünschbarkeiten und doch musste jeder empfinden, dass das Herz dieses klaren Verstandes eine tief ernste Humanität war. Nach den zahllosen Revolutionsreden der literarischen Aktivisten war Webers Wort wie eine Erlösung. Die Erlösung kommt also doch vor. Kommilitonen, Kommilitoninnen, ich soll nach Ihrem Wunsch über Wissenschaft als Beruf sprechen. Nun ist es eine gewisse Pedanterie von uns Nationalökonomen, dass wir stets von den äußeren Verhältnissen ausgehen, hier von der Frage, wie gestaltet sich Wissenschaft als Beruf im materiellen Sinne des Wortes. Das bedeutet, wie gestaltet sich die Lage eines Studenten, der entschlossen ist, der Wissenschaft innerhalb des akademischen Lebens sich berufsmäßig hinzugeben. Um zu verstehen, worin da die Besonderheit unserer deutschen Verhältnisse besteht, ist es zweckmäßig, sich zu vergegenwärtigen, wie es im Auslande dort aussieht, wo in dieser Hinsicht der schärfste Gegensatz gegen uns besteht, in den Vereinigten Staaten. Bei uns beginnt normalerweise die Laufbahn eines jungen Mannes, der sich der Wissenschaft als Beruf hingibt, als Privatdozent. Er habilitiert sich aufgrund eines Buches
und eines meist mehr formellen Examens vor der Fakultät an einer Universität und hält nun unbesoldet, entgolten nur durch das Kolleggeld der Studenten, Vorlesungen, deren Gegenstand er innerhalb seiner Wiener Legende selbst bestimmt. In Amerika beginnt die Laufbahn normalerweise ganz anders, nämlich durch Anstellung als Assistant. In ähnlicher Art etwa, wie das bei uns an den großen Instituten der naturwissenschaftlichen und medizinischen Fakultäten, wo die förmliche Habilitation als Privatdozent nur von einem Bruchteil der Assistenten erstrebt wird. Der Gegensatz bedeutet praktisch, dass bei uns die Laufbahn eines Mannes der Wissenschaft im Ganzen auf plutokratischen Voraussetzungen aufgebaut ist. In den Vereinigten Staaten dagegen, da besteht das bürokratische System. Da wird der junge Mann von Anfang an besoldet, bescheiden freilich. Nun können wir bei uns mit Deutlichkeit beobachten, dass die neueste Entwicklung des Universitätswesens auf breiten Gebieten in der Richtung des amerikanischen verläuft. Die großen Institute medizinischer oder naturwissenschaftlicher Art sind staatskapitalistische Unternehmungen. Sie können nicht verwaltet werden ohne Betriebsmittel größten Umfangs. Und es tritt da der gleiche Umstand ein wie überall, wo der kapitalistische Betrieb einsetzt, die Trennung des Arbeiters von den Produktionsmitteln. Der Arbeiter, der Assistent also, ist angewiesen auf die Arbeitsmittel, die vom Staat zur Verfügung gestellt werden. Er ist infolgedessen vom Institutsdirektor ebenso abhängig wie ein Angestellter in einer Fabrik. Unser deutsches Universitätsleben amerikanisiert sich, wie unser Leben überhaupt, in sehr wichtigen Punkten. Und diese Entwicklung, das bin ich überzeugt, wird weiter übergreifen, auch auf die Fächer, wo, wie es heute noch in meinem Fach in starkem Maße der Fall ist, der Handwerker das Arbeitsmittel, nämlich die Bibliothek, selbst besitzt. Ganz entsprechend, wie es der alte Handwerker in der Vergangenheit innerhalb des Gewerbes auch tat. Nun, die technischen Vorzüge sind ganz unzweifelhaft, wie bei allen kapitalistischen und zugleich bürokratischen Betrieben. Aber der Geist, der in ihnen herrscht, ist ein anderer als die althistorische Atmosphäre der deutschen Universitäten. Es besteht eine außerordentlich starke Kluft, äußerlich und innerlich, zwischen dem Chef eines solchen großen kapitalistischen Universitätsunternehmens und dem gewöhnlichen Ordinarius alten Stils. Auch in der inneren Haltung. Innerlich, ebenso wie äußerlich, ist die alte Universitätsverfassung fiktiv geworden. Geblieben aber und wesentlich gesteigert ist ein der Universitätslaufbahn eigenes Moment. Ob es einem Privatdozenten, vorletzt einem Assistenten, jemals gelingt, in die Stelle eines vollen Ordinarius und gar eines Institutsvorstands einzurücken, ja, das ist eine Angelegenheit, die einfach Azar ist. Gewiss, nicht nur der Zufall herrscht, aber er herrscht doch in ungewöhnlich hohem Grade. Dass nun der Azar und nicht die Tüchtigkeit als solche eine so große Rolle spielt, liegt nicht allein an den Menschlichkeiten, die bei dieser Auslese ganz ebenso vorkommen wie bei jeder anderen. Es wäre Unrecht für den Umstand, dass zweifellos so viele Mittelmäßigkeiten an den Universitäten eine hervorragende Rolle spielen, persönliche Minderwertigkeiten von Fakultäten oder Ministerien verantwortlich zu machen, sondern das liegt an den Gesetzen menschlichen Zusammenwirkens, zumal eines Zusammenwirkens mehrerer Körperschaften hier, also der Fakultäten und Ministerien. Ein Gegenstück. Wir können durch viele Jahrhunderte die Vorgänge bei den Papstwahlen verfolgen. Nur selten hat der Kardinal, von dem man sagt, er ist Favorit, die Chance durchzukommen. Tja, das Gleiche beim Präsidenten der Vereinigten Staaten. Nur ausnahmsweise der allererste, also prononcierteste Mann, sondern meist Nummer zwei oder drei, kommt in die Nomination der Parteikonvent hinein und nachher in den Wahlgang. Kein Universitätslehrer denkt gern an Besetzungserörterungen zurück. Sie sind selten angenehm.
Denn man muss sich weiter verdeutlichen, es liegt nicht nur an der Unzulänglichkeit der Auslese durch kollektive Willensbildung, dass die Entscheidung der akademischen Schicksale so weitgehend azar ist. Jeder junge Mann, der sich zum Gelehrten berufen fühlt, muss sich vielmehr klar machen, dass die Aufgabe, die ihn erwartet, ein Doppelgesicht hat. Er soll qualifiziert sein als Gelehrter nicht nur, sondern auch als Lehrer. Es liegen aber die Dinge so. Die Frage, ob einer ein guter oder ein schlechter Lehrer ist, wird beantwortet durch die Frequenz, mit der ihn die Herren Studenten beehren. Nun ist es aber eine Tatsache, dass der Umstand, dass die Studenten einem Lehrer... Das war an der falschen Stelle. Nun ist es aber eine Tatsache, dass der Umstand, dass die Studenten einem Lehrer zuströmen, in weitestgehendem Maße von reinen Äußerlichkeiten bestimmt ist, Temperament, sogar Stimmfall, in einem Grade, wie man es nicht für möglich halten sollte. Ich habe nach immerhin ziemlich ausgiebigen Erfahrungen, nüchternen Überlegungen ein tiefes Misstrauen gegen die Massenkollegien. Andererseits ist wahr, die Darlegung wissenschaftlicher Probleme so, dass ein ungeschulter, aber aufnahmefähiger Kopf sie versteht und dass er, was für uns alle das Entscheidende ist, zum selbstständigen Denken darüber gelangt, ist vielleicht, ist vielleicht die pädagogisch schwierigste Aufgabe. Und eben diese Kunst ist eine persönliche Gabe und fällt mit den wissenschaftlichen Qualitäten eines Gelehrten überhaupt nicht zusammen. Es sollen unsere Tradition gemäß die Universitäten beiden Anforderungen der Forschung und der Lehre gerecht werden, ob die Fähigkeiten dazu sich aber in einem Menschen zusammenfinden. Nein, das ist absoluter Zufall. Ja, das akademische Leben ist also ein wilder Azar. Wenn junge Gelehrte um Rat fragen wegen Habilitation, so ist die Verantwortung des Zuredens fast nicht zu tragen. Ist er ein Jude? So sagt man ihm natürlich, lasciate ogni speranza. Aber auch jeden anderen muss man auf das Gewissen fragen, glauben Sie, dass Sie es aushalten, dass Jahr um Jahr Mittelmäßigkeit nach Mittelmäßigkeit über Sie hinaussteigt, ohne innerlich zu verbittern und zu verderben? Ich glaube nun aber, Sie wollen in Wirklichkeit von etwas anderem, von dem Inneren Berufe zur Wissenschaft hören. In der heutigen Zeit ist die innere Lage gegenüber dem Betrieb der Wissenschaft als Beruf bedingt zunächst dadurch, dass die Wissenschaft in ein Stadium der Spezialisierung eingetreten ist und dass dies in alle Zukunft so bleiben wird. Nicht nur äußerlich, nein, gerade innerlich liegt die Sache so, dass der Einzelne das sichere Bewusstsein, etwas wirklich Vollkommenes auf wissenschaftlichen Gebieten zu leisten, nur im Falle strengster Spezialisierung sich verschaffen kann. Alle Arbeiten, welche auf Nachbargebiete übergreifen, wie wir sie gelegentlich machen, wie gerade zum Beispiel die Soziologen sie notwendig immer machen müssen, sind mit dem resignierten Bewusstsein belastet, dass man allenfalls dem Fachmann nützliche, Fragestellungen liefert, auf die dieser von seinen Fachgesichtspunkten aus eben nicht so leicht verfällt. Dass aber die eigene Arbeit unvermeidlich höchst unvollkommen bleiben muss. Nur durch strenge Spezialisierung kann der wissenschaftliche Arbeiter tatsächlich das Vollgefühl einmal und vielleicht nie wieder im Leben sich zu eigen machen, hier habe ich etwas geleistet, was dauern wird. Und wer also nicht die Fähigkeit besitzt, sich einmal sozusagen Scheuklappen anzuziehen und sich hineinzusteigern in die Vorstellung, dass das Schicksal seiner Seele davon abhängt, ob er gerade diese Konjektur an dieser Stelle der Handschrift richtig macht, der bleibe der Wissenschaft nur Jahr fern. Niemals wird er in sich das durchmachen, was man das Erlebnis der Wissenschaft nennen kann, ohne diesen seltsamen, von jedem draußen stehenden, belächelten Rausch, diese Leidenschaft. Denn nichts ist für den Menschen als Menschen etwas wert, was er nicht mit Leidenschaft tun kann.
Nun ist es aber eine Tatsache, dass mit noch so viel von solcher Leidenschaft, so echt und tief sie sein mag, das Resultat sich noch lange nicht erzwingen lässt. Freilich ist sie eine Vorbedingung des Entscheidenden, der Eingebung. Es ist ja wohl heute in den Kreisen der Jugendvorstellung die Vorstellung verbreitet, die Wissenschaft sei ein Rechenexempel, das in Laboratorien oder statistischen Kartotheken mit dem kühlen Verstand allein und nicht mit der ganzen Seele fabriziert werde, so wie in einer Fabrik. Wobei vor allem zu bemerken ist, dass dabei meist weder über das, was in einer Fabrik noch was in einem Laboratorium vorgeht, irgendwelche Klarheit besteht. Hier wie dort muss dem Menschen etwas, und zwar das Richtige, einfallen, damit er irgendetwas Wertvolles leistet. Dieser Einfall aber lässt sich nicht erzwingen, mit irgendwelchem kalten Rechnen hat er gar nichts zu tun. Gewiss auch, das ist unumgängliche Vorbedingung. Jeder Soziologe zum Beispiel darf sich nun einmal nicht zu schade dafür sein, auch noch auf seine alten Tage vielleicht monatelang viele Zehntausende ganz trivialer Rechenexempel im Kopf zu machen. Man versucht nicht ungestraft, das auf mechanische Hilfskräfte ganz und gar abzuwälzen, wenn man etwas herausbekommen will. Ja, und was schließlich herauskommt, ist oft blutwenig. Aber wenn ihm nicht doch etwas Bestimmtes über die Richtung seines Rechnens und während des Rechnens über die Tragweite der entstehenden Einzelresultate einfällt, dann kommt selbst dieses blutwenige nicht heraus. Nur auf dem Boden ganz harter Arbeit bereitet sich normalerweise der Einfall vor. Naja, nicht immer. Der Einfall eines Dilettanten kann wissenschaftlich genau die gleiche oder größere Tragweite haben wie der des Fachmanns. Viele unserer allerbesten Problemstellungen und Erkenntnisse verdanken wir gerade Dilettanten. Der Einfall ersetzt nicht die Arbeit. Und die Arbeit ihrerseits kann den Einfall nicht ersetzen oder erzwingen, so wenig wie die Leidenschaft es tut. Beide, vor allem beide zusammen, locken ihn. Aber er kommt, wenn es ihm, nicht wenn es uns beliebt. Naja, wie dem aber auch sei, diesen Azar, der bei jeder wissenschaftlichen Arbeit mit unterläuft, da kommt ja aber die Eingebung jetzt, oder kommt sie nicht, auch den muss der wissenschaftliche Arbeiter in Kauf nehmen. Die Eingebung spielt auf dem Gebiet der Wissenschaft ganz und gar nicht, wie sich der Gelehrtendünkel vielleicht einbildet, eine größere Rolle als auf dem Gebiete der Bewältigung von Problemen des praktischen Lebens durch einen, ja, sagen wir, durch einen modernen Unternehmer. Und sie spielt andererseits, was auch oft verkannt wird, keine geringere Rolle auf dem Gebiete der Kunst. Es ist eine kindliche Vorstellung, dass ein Mathematiker an einem Schreibtisch mit einem Lineal oder mit anderen mechanischen Mitteln zu irgendwelchen wissenschaftlich wertvollen Resultaten käme. Die mathematische Fantasie ist natürlich dem Sinn und Resultat nach ganz anders ausgerichtet als die eines Künstlers und naja, qualitativ natürlich von ihr grundverschieden. Aber nicht dem psychologischen Vorgang nach. Nein, beide sind Rausch im Sinne von Platons Manea und Eingebung. Nun, ob jemand wissenschaftliche Eingebung hat, das hängt ab von uns verborgenen Schicksalen, außerdem von Gabe. Nicht zuletzt aufgrund jener zweifellosen Wahrheit hat nun eine ganz begreiflicherweise gerade bei der Jugend sehr populäre Einstellung sich in den Dienst einiger Götzen gestellt, deren Kult wir heute an allen Straßenecken und in allen Zeitschriften sich breitmachen finden. Jene Götzen sind die Persönlichkeit und das Erleben. Verehrte Anwesende, Persönlichkeit auf wissenschaftlichem Gebiet hat nur der, der rein der Sache dient. Und nicht nur auf wissenschaftlichem Gebiet ist es so. Wir kennen keinen großen Künstler, der je etwas anderes getan hätte, als seiner Sache und nur ihr zu dienen.
Diesen mit der Kunst gemeinsamen Vorbedingungen unserer Arbeit steht nun gegenüber ein Schicksal, das sie von der künstlerischen Arbeit wiederum tief unterscheidet. Die wissenschaftliche Arbeit ist eingespannt in den Ablauf des Fortschritts. Auf dem Gebiet der Kunst dagegen gibt es in diesem Sinne keinen Fortschritt. Ein Kunstwerk, das wirklich Erfüllung ist, wird nie überboten. Es wird nie veralten. Niemand wird von einem Werk, das wirklich im künstlerischen Sinne Erfüllung ist, jemals sagen können, dass es durch ein anderes, das ebenfalls Erfüllung ist, überholt sei. Nein, jeder von uns dagegen in der Wissenschaft weiß, dass das, was er gearbeitet hat, in 10, 20, ja, in 50 Jahren veraltet ist. Das ist das Schicksal, ja, das ist der Sinn der Arbeit, der Sinn der Arbeit der Wissenschaft, dem sie in ganz spezifischem Sinne gegenüber allen anderen Kulturelementen, für die es sonst noch gilt, unterworfen und hingegeben ist. Jede wissenschaftliche Erfüllung bedeutet neue Fragen und will überboten werden und veralten. Und damit hat sich jeder abzufinden, der der Wissenschaft dienen will. Wir können nicht arbeiten, ohne zu hoffen, dass andere weiterkommen werden als wir. Prinzipiell geht dieser Fortschritt ins Unendliche. Ja, und damit kommen wir zum Sinnproblem der Wissenschaft. Denn das versteht sich ja doch nicht so von selbst, dass etwas, das einem solchen Gesetz unterstellt ist, Sinn und Verstand in sich selbst hat. Warum betreibt man etwas, das in der Wirklichkeit nie zu Ende kommt und kommen kann? Ja, zunächst zu rein praktischen, im weiteren Wortsinn technischen Zwecken und unser praktisches Handeln an den Erwartungen orientieren, welche die wissenschaftliche Erfahrung uns an die Hand gibt. Na ja, gut, aber das bedeutet nur etwas für den Praktiker. Welches aber ist die innere Stellung des Mannes der Wissenschaft selbst zu seinem Beruf? Er behauptet, die Wissenschaft um ihrer selbst willen und nicht nur dazu zu betreiben, weil andere damit geschäftliche oder technische Erfolge herbeiführen, sich besser nähren, kleiden, beleuchten, regieren können. Ja, was glaubt er denn aber Sinnvolles damit, mit diesen stets zum Veralten bestimmten Schöpfungen zu leisten? Die Antwort erfordert einige allgemeine Erwägung. Der wissenschaftliche Fortschritt ist ein Bruchteil, und zwar der wichtigste Bruchteil jenes Intellektualisierungsprozesses, dem wir seit Jahrtausenden unterliegen und zu dem heute üblicherweise in so außerordentlich negativer Weise Stellung genommen wird. Machen wir uns zunächst einmal klar, was denn eigentlich diese intellektualistische Rationalisierung durch Wissenschaft und wissenschaftlich orientierte Technik praktisch bedeutet. Etwa, dass wir heute jeder zum Beispiel, der hier im Saale sitzt, eine größere Kenntnis der Lebensbedingungen hat, unter denen er existiert, als ein Indianer, ja, sagen wir, als ein Hottentotte. Schwerlich. Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht, sondern sie bedeutet etwas anderes. Das Wissen davon oder den Glauben daran, dass man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte, dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen, unberechenbaren Mächte gebe, die da hineinspielen, dass man vielmehr alle Dinge durch Berechnen beherrschen kann. Das aber bedeutet die Entzauberung der Welt. Nicht mehr wie der Wilde, für den es solche Mächte gab, muss man zu magischen Mitteln greifen, um die Geister zu beherrschen oder zu erbitten, sondern technische Mittel und Berechnung leisten das. Dies vor allem bedeutet die Intellektualisierung. Hat denn aber nun dieser in der okzidentalen Kultur durch Jahrtausende fortgesetzte Entzauberungsprozess
Und überhaupt dieser Fortschritt, dem die Wissenschaft als Glied und Triebkraft mit angehört, irgendeinen über dies rein praktische und technische hinausgehenden Sinn? Nun, aufgeworfen finden Sie diese Frage am prinzipiellsten in den Werken Leo Tolstois. Auf einem eigentümlichen Wege kam er dazu. Das ganze Problem seines Grübelns drehte sich zunehmend um die Frage, ob der Tod eine sinnvolle Erscheinung sei oder nicht. Und die Antwort lautet bei ihm, für den Kulturmenschen nein. Und zwar deshalb nicht, weil ja das Zivilisierte in den Fortschritt, in das Unendliche hineingestellte einzelne Leben seinem eigenen immanenten Sinn nach kein Ende haben dürfte. Denn es liegt ja immer noch ein weiterer Fortschritt vor dem, der darin steht. Niemand, der stirbt, steht auf der Höhe, welche in der Unendlichkeit liegt. Abraham oder irgendein Bauer der alten Zeit starb alt und lebensgesättigt. Warum? Weil er im organischen Kreislauf des Lebens stand. Ein Kulturmensch aber, hineingestellt in die fortwährende Anreicherung der Zivilisation mit Gedanken, Wissen, Problemen, der kann nur lebensmüde werden, aber nicht lebensgesättigt. Denn er erhascht von dem, was das Leben des Geistes stets neu gebiert, ja nur den winzigsten Teil und immer nur etwas Vorläufiges, nichts Endgültiges. Und deshalb ist der Tod für ihn eine sinnlose Begebenheit. Und weil der Tod sinnlos ist, ist es auch das Kulturleben als solches, welches ja eben durch seine sinnlose Fortschrittlichkeit den Tod zur Sinnlosigkeit stempelt. Ja, überall findet sich dieser Gedanke als Grundton der tolstoischen Kunst. Aber wie stellt man sich dazu? Hat der Fortschritt als solcher einen erkennbaren, über das Technische hinausreichenden Sinn, sodass dadurch der Dienst an ihm ein sinnvoller Beruf würde? Ja, das ist nun aber nicht mehr nur eine Frage des Berufs für die Wissenschaft. Das Problem also, was bedeutet die Wissenschaft als Beruf für den, der sich ihr hingibt, sondern schon die andere. Welches ist der Beruf der Wissenschaft innerhalb des Gesamtlebens der Menschheit? Und welches ihr Wert? Ja, ungeheuer ist da nun der Gegensatz zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Wenn Sie sich erinnern an das wundervolle Bild zu Anfang des 7. Buchs von Platons Politeia, jene gefesselten Höhlenmenschen, deren Gesicht gerichtet ist auf die Felswand, vor ihnen, hinter ihnen liegt die Lichtquelle, die sie nicht sehen können. Sie befassen sich daher mit den Schattenbildern, die sie auf die Wand wirft und suchen ihren Zusammenhang zu ergründen. Bis es einem von ihnen gelingt, die Fesseln zu sprengen, er dreht sich um und erblickt die Sonne. Geblendet tappt er umher und stammelt von dem, was er sah. Die anderen sagen, oh, er ist irre. Aber allmählich lernt er, in das Licht zu schauen. Und dann ist seine Aufgabe, hinabzusteigen zu den Höhlenmenschen, um sie emporzuführen an das Licht. Er ist der Philosoph. Die Sonne aber ist die Wahrheit der Wissenschaft, die allein nicht nach Scheingebilden und Schatten hascht, sondern nach dem wahren Sinn. Ja, wer steht heute so zur Wissenschaft? Heute ist die Empfindung gerade der Jugend wohl eher die umgekehrte. Die Gedankengebilde der Wissenschaft sind ein hinterweltliches Reich von künstlichen Abstraktionen, die mit ihren dürren Händen Blut und Saft des wirklichen Lebens einzufangen trachten, ohne es je zu erhaschen. Hier
Im Leben aber, in dem, was für Platon das Schattenspiel an den Wänden der Höhle war, pulsiert die wirkliche Realität. Das andere sind von ihr abgeleitete und leblose Gespenster und eben sonst nichts. Aber, frage ich, wie vollzog sich diese Wandlung? Nun, die leidenschaftliche Begeisterung Platons in der Politeia erklärt sich letztlich daraus, dass damals zuerst der Sinn eines der großen Mittel aller wissenschaftlichen Erkennens bewusst gefunden war, nämlich des Begriffs. Des Begriffs. Von Sokrates ist er in seiner Tragweite entdeckt, nicht von ihm allein in der Welt. Sie können in Indien ganz ähnliche Ansätze einer Logik finden, wie die des Aristoteles ist. Aber nirgends mit diesem Bewusstsein. Hier zum ersten Mal schien ein Mittel zur Hand, womit man jemanden in den logischen Schraubstock setzen konnte. Sodass er nicht herauskam, ohne zuzugeben, entweder, dass er nichts wisse, oder dass dies und nichts anderes die Wahrheit sei, die ewige Wahrheit, die nie vergehen würde, wie das Tun und Treiben der blinden Menschen. Und daraus schien zu folgen, dass wenn man nur den rechten Begriff des Schönen, des Guten oder auch etwa der Tapferkeit, der Seele und was es sei gefunden habe, dass man dann auch ihr wahres Sein erfassen könne und das wieder schien den Weg an die Hand zu geben, zu wissen und zu lehren, wie man im Leben, vor allem als Staatsbürger, richtig handle. Denn auf diese Frage kam den durch und durch politisch denkenden Hellenen alles an. Deshalb trieb man Wissenschaft. Neben dieser Entdeckung des hellenischen Geistes trat nun als Kind der Renaissancezeit das zweite große Werkzeug wissenschaftlicher Arbeit, das rationale Experiment. Als Mittel zuverlässig kontrollierter Erfahrung, ohne welches die heutige empirische Wissenschaft unmöglich wäre. Experimentiert hatte man zwar auch früher, aber das Experiment zum Prinzip der Forschung als solcher erhoben zu haben, das ist die Leistung der Renaissance. Und zwar bildeten die Bahnbrecher, die großen Neure auf dem Gebiete der Kunst, Leonardo und seinesgleichen, vor allem charakteristisch die Experimentatoren in der Musik des 16. Jahrhunderts mit ihren Versuchsklavieren. Und von ihnen wanderte das Experiment in die Wissenschaft, vor allem durch Galilei, in die Theorie, durch Bacon, und dann übernahmen es die exakten Einzeldisziplinen an den Universitäten des Kontinents, zunächst vor allem in Italien und den Niederlanden. Aber was bedeutete nun die Wissenschaft diesen Menschen an der Schwelle zur Neuzeit? Den künstlerischen Experimentatoren bedeutete sie den Weg zur wahren Kunst. Und das hieß für sie zugleich zur wahren Natur. Die Kunst sollte zum Rang einer Wissenschaft, der Künstler zum Rang eines Doktors, sozial und dem Sinne des Lebens nach erhoben werden. Und das ist der Ehrgeiz, der zum Beispiel auch Leonardos Malerbuch zugrunde liegt. Ja, und heute? Die Wissenschaft als Weg zur Natur, das würde der Jugend klingen wie eine Blasphemie. Nein, umgekehrt. Erlösung vom Intellektualismus der Wissenschaft, um zur eigenen Natur und damit zur Natur überhaupt zurückzukommen. Als Weg zur Kunst vollends? Naja, das bedarf keiner Kritik. Aber man erwartete von der Wissenschaft im Zeitalter der Entstehung der exakten Naturwissenschaften noch viel mehr. Wenn Sie sich an den Ausspruch Jan Swammerdams, ein niederländischer Naturforscher des 17. Jahrhunderts, erinnern, ich bringe Ihnen hier den Nachweis der Vorsehung Gottes in der Anatomie einer Laus. So sehen Sie, ja, was die indirekt protestantisch und puritanisch beeinflusste wissenschaftliche Arbeit damals sich als ihre eigene Aufgabe dachte, den Weg zu Gott.
Den fand man damals nicht mehr bei den Philosophen und ihren Begriffen und Deduktionen, dass Gott auf diesem Weg nicht zu finden sei, auf den ihn das Mittelalter gesucht hatte. Naja, das wusste die ganze pietistische Theologie der damaligen Zeit. Gott ist verborgen. Seine Wege sind nicht unsere Wege, seine Gedanken nicht unsere Gedanken. In den exakten Naturwissenschaften aber, wo man seine Werke physisch greifen konnte, da hoffte man, seinen Absichten mit der Welt auf die Spur zu kommen. Tja, und heute? Wer außer einigen großen Kindern, wie sie sich gerade in den Naturwissenschaften finden, glaubt heute noch, dass Erkenntnisse der Astronomie oder sagen wir der Biologie oder Physik, Chemie uns etwas über den Sinn der Welt, ja auch nur etwas darüber lehren könnten, auf welchem Weg man einem solchen Sinn, wenn es ihn überhaupt gibt, auf die Spur kommen könnte? Wenn irgendetwas, so sind sie geeignet, den Glauben daran, dass es so etwas wie einen Sinn der Welt gebe, in der Wurzel absterben zu lassen und vollends die Wissenschaft als Weg zu Gott, sie, die spezifisch Gottfremde macht, dass sie das ist, darüber wird heute niemand im Zweifel sein. Erlösung, ach, Erlösung von dem Rationalismus und Intellektualismus der Wissenschaft, ja, ist die Grundvoraussetzung des Lebens in der Gemeinschaft mit dem Göttlichen. Befremdlich ist nur der Weg, der nun eingeschlagen wird, dass nämlich das Einzige, was bis dahin der Intellektualismus noch nicht berührt hatte, eben jene Sphären des Irrationalen, jetzt ins Bewusstsein erhoben und unter die Lupe genommen werden. Denn darauf kommt die moderne intellektualistische Romantik des Irrationalen praktisch hinaus. Dieser Weg zur Befreiung vom Intellektualismus bringt wohl gerade das Gegenteil von dem, was diejenigen, die ihn beschreiten, sich als Ziel darunter vorstellen. Aber kehren wir zurück. Kehren wir zurück. Was ist unter diesen inneren Voraussetzungen der Sinn der Wissenschaft als Beruf, da alle diese früheren Illusionen versunken sind? Nun, die einfachste Antwort hat wiederum Tolstoi gegeben mit den Worten: Sie ist sinnlos, weil sie auf die allein für uns wichtige Frage, was sollen wir tun, wie sollen wir leben, keine Antwort gibt. Die Frage ist nur, in welchem Sinne sie keine Antwort gibt und ob sie stattdessen nicht doch vielleicht dem, der die Frage richtig stellt, etwas leisten könnte. Man pflegt heute häufig von voraussetzungsloser Wissenschaft zu reden. Gibt es das überhaupt? Es kommt darauf an, was man darunter versteht. Vorausgesetzt ist bei jeder wissenschaftlichen Arbeit immer die Geltung der Regeln, der Logik und der Methodik. Dieser allgemeinen Grundlagen unserer Orientierung in der Welt. Vorausgesetzt ist aber ferner, dass das, was bei wissenschaftlicher Arbeit herauskommt, wichtig im Sinne von wissenswert ist. Und da stecken nun offenbar alle unsere Probleme. Denn diese Voraussetzung ist nicht wieder ihrerseits mit den Mitteln der Wissenschaft beweisbar. Sie lässt sich nur auf ihren letzten Sinn deuten, den man dann ablehnen oder abnehmen muss oder annehmen muss, je nach der eigenen letzten Stellungnahme zum Leben. Und sehr verschieden ist die Art der Beziehung der wissenschaftlichen Arbeit zu diesen ihren Voraussetzungen. Naturwissenschaften wie etwa Physik, Chemie, Astronomie, sie setzen als selbstverständlich voraus, dass die konstruierbaren letzten Gesetze des kosmischen Geschehens wert sind, gekannt zu werden. Nicht nur, weil man mit diesen Kenntnissen technische Erfolge erzielen kann, sondern wenn sie Beruf sein sollen, um ihrer selbst willen. Diese Voraussetzung ist selbst schlechthin nicht beweisbar. Und ob diese Welt, die Sie beschreiben, wert ist zu existieren, ob sie einen Sinn hat, und ob es einen Sinn hat, in ihr zu existieren? Überhaupt nicht. Danach fragen Sie nicht. Oder nehmen Sie eine wissenschaftlich so hochentwickelte praktische Kunstlehre wie die moderne Medizin.
Die allgemeine Voraussetzung des medizinischen Betriebs ist, trivial gesagt, dass die Aufgabe der Erhaltung des Lebens rein als solchen und der möglichsten Verminderung des Leidens rein als solchen bejaht werde. Und das ist problematisch. Der Mediziner erhält mit seinen Mitteln den Todkranken, auch wenn er um Erlösung vom Leben fleht, auch wenn die Angehörigen, denen dies Leben wertlos ist, die ihm die Erlösung vom Leiden gönnen, denen die Kosten der Erhaltung des wertlosen Lebens unerträglich werden, es handelt sich vielleicht um einen armseligen Irren, seinen Tod eingestandener und uneingestandenermaßen wünschen und wünschen müssen. Allein die Voraussetzungen der Medizin und das Strafgesetzbuch hindern den Arzt, davon abzugehen. Ob das Leben lebenswert und ist und wann, danach fragt sie natürlich nicht. Alle Naturwissenschaften geben uns Antwort auf die Frage, was sollen wir tun, wenn wir das Leben technisch beherrschen wollen. Ob wir es aber technisch beherrschen sollen und wollen und ob das letztlich eigentlich der Sinn ist, das lassen Sie dahingestellt. Oder Sie setzen das für Ihre Zwecke voraus. Ja, nehmen Sie eine Disziplin wie die Kunstwissenschaft oder die Jurisprudenz. Diese stellt fest, was nach den Regeln des teils zwingend logisch, teils durch konventionell gegebene Schemata gebundenen juristischen Denkens gilt. Ob es Recht geben solle und ob man gerade diese Regeln aufstellen sollte, darauf antwortet sie nicht. Nein, sondern sie kann nur angeben, wenn man den Erfolg will, so ist diese Rechtsregel nach den Normen unseres Rechtsdenkens das geeignete Mittel, ihn zu erreichen. Oder ja, nehmen Sie die historischen Kulturwissenschaften. Sie lehren politische, künstlerische, literarische, soziale Kulturerscheinungen aus den Bedingungen ihres Entstehens verstehen. Weder aber geben sie von sich aus Antwort auf die Frage, ob diese Kulturerscheinungen es wert waren und wert sind, zu bestehen. Noch antworten sie auf die andere Frage, ob es der Mühe wert ist, sie zu kennen. Ja, sie setzen es einfach voraus. Sie setzen voraus, dass es ein Interesse habe, durch dieses Verfahren teilzuhaben an der Gemeinschaft der Kulturmenschen. Aber bleiben wir nun einmal bei den mir nächstliegenden Disziplinen, also bei der Soziologie, Geschichte, Nationalökonomie und Staatslehre und jenen Arten von Kulturphilosophie, welche sich ihre Deutung zur Aufgabe machen. Man sagt, ja, ich unterschreibe das, Politik gehört nicht in den Hörsaal. Sie gehört nicht dahin von Seiten der Studenten. Aber Politik gehört allerdings auch nicht dahin von Seiten der Dozenten. Gerade dann nicht, wenn er sich wissenschaftlich mit Politik befasst und dann am allerwenigsten. Denn praktisch-politische Stellungnahme und wissenschaftliche Analyse politischer Gebilde und Parteistellung, das ist zweierlei. Wenn man in einer Volksversammlung über Demokratie spricht, so macht man aus seiner persönlichen Stellungnahme kein Hehl. Natürlich gerade das, deutlich erkennbar Partei zu nehmen, das ist die verdammte Pflicht und Schuldigkeit in dieser Situation. Die Worte, die man braucht, sind da nicht Mittel wissenschaftlicher Analyse. Sie sind politische Schwerben um die Stellungnahme der anderen. Sie sind nicht Pflugscharen zur Lockerung des Erdreichs, des kontemplativen Denkens. Vielmehr Schwerter gegen die Gegner, Kampfmittel. In einer Vorlesung, im Hörsaal, da wäre es Frevel, das Wort in dieser Art zu gebrauchen. Ja, Frevel. Der echte Lehrer wird sich sehr hüten, vom Katheter herunter dem Hörer irgendeine Stellungnahme, sei es ausdrücklich, sei es durch Suggestion. Denn das ist natürlich die illoyalste Art, wenn man die Tatsachen sprechen lässt, aufzudrängen. Ja, aber warum sollen wir das eigentlich nicht tun? Nun kann man niemandem wissenschaftlich vordemonstrieren, was seine Pflicht als akademischer Lehrer sei. Verlangen kann man von ihm nur die intellektuelle Rechtschaffenheit einzusehen, dass Tatsachen, Feststellungen,
Feststellung mathematischer oder logischer Sachverhalte oder der inneren Struktur von Kulturgütern einerseits und andererseits die Beantwortung der Frage nach, naja, die Frage nach dem Wert der Kultur, beides ganz und gar heterogene Probleme sind. Fragt er dann weiter, warum er nicht beide im Hörsaal behandeln solle? So ist darauf zu antworten, weil der Prophet und der Demagoge nicht aufs Katheder gehören. Dem Propheten wie dem Demagogen sei gesagt, ja, geh hinaus auf die Gassen, rede öffentlich. Da heißt das, wo Kritik möglich ist. Kritik im Hörsaal, wo man seinen Zuhörern gegenübersetzt haben, sie zu schweigen und der Lehrer zu reden. Es ist gewiss möglich, dass es dem Einzelnen nur ungenügend gelingt, seine subjektive Sympathie auszuschalten. Dann setzt er sich der schärfsten Kritik vor dem Forum seines eigenen Gewissens aus. Aber hat denn nun die Leistung der Wissenschaft gar keinen Sinn für jemanden, dem die Tatsache als solche gleichgültig und nur die praktische Stellungnahme wichtig ist? Ja, vielleicht doch. Zunächst schon eins. Wenn jemand ein brauchbarer Lehrer ist, dann ist es seine erste Aufgabe, seine Schüler unbequeme Tatsachen anerkennen zu lernen. Ich meine solche, die für seine Parteimeinung unbequem sind. Und es gibt für jede Parteimeinung, auch für die meinige, solche äußerst unbequemen Tatsachen. Ich glaube, wenn der akademische Lehrer seine Zuhörer nötigt, sich daran zu gewöhnen, dass er dann mehr als eine nur intellektuelle Leistung vollbringt, ich würde so unbescheiden sein, sogar den Ausdruck sittliche Leistung darauf anzuwenden, wenn das auch vielleicht ein wenig pathetisch für eine solche Selbstverständlichkeit klingt. Bisher nun sprach ich nur von praktischen Gründen der Vermeidung eines Aufdrängens persönlicher Stellungnahme. Aber dabei bleibt es nicht. Die Unmöglichkeit wissenschaftlicher Vertretung von praktischen Stellungnahmen folgt aus weit tiefer liegenden Gründen. Sie ist prinzipiell deshalb sinnlos, weil die verschiedenen Wertordnungen der Welt in unlöslichem Kampf untereinander stehen. Der alte John Stuart Mill sagte einmal, wenn man von der reinen Erfahrung ausgehe, komme man zum Polytheismus. Das ist ein wenig flach formuliert, klingt paradox und doch steckt Wahrheit darin. Denn eine Alltagsweisheit ist es nun mal, dass etwas wahr sein kann, obwohl und indem es nicht schön, nicht heilig, nicht gut ist. Aber das sind nur die elementarsten Fälle dieses Kampfes der Götter der einzelnen Ordnungen und Werte. Wie man es machen will, wissenschaftlich zu entscheiden zwischen dem Wert der französischen und deutschen Kultur, ich weiß es nicht. Hier streiten eben auch verschiedene Götter miteinander, und zwar für alle Zeit. Welcher Mensch wird sich vermessen, die Ethik der Bergpredigt, etwa den Satz, widerstehe nicht dem Übel, oder das Bild von der einen und der anderen Backe wissenschaftlich widerlegen zu wollen? Und doch ist klar, es ist innerweltlich gesehen eine Ethik der Würdelosigkeit, die hier gepredigt wird. Man hat zu wählen zwischen der religiösen Würde, die diese Ethik bringt, und nun ja, der Manneswürde, die etwas ganz anderes predigt, nämlich widerstehe dem Übel. Sonst bist du für die Übergewalt mitverantwortlich. Je nach der letzten Stellungnahme ist für den Einzelnen das eine der Teufel und das andere der Gott. Und jeder Einzelne hat sich zu entscheiden. Die alten, vielen Götter entzaubert und daher in Gestalt unpersönlicher Mächte und steigen ihren Gräbern, streben nach Gewalt über unser Leben und beginnen untereinander wieder ihren ewigen Kampf. Das aber, was gerade dem modernen Menschen so schwer wird und der jungen Generation am schwersten ist, einem solchen Alltag gewachsen zu sein. Alles Jagen nach dem Erlebnis stammt aus dieser Schwäche, denn Schwäche ist es, dem Schicksal der Zeit nicht in sein ernstes
Antlitz blicken zu können. Schicksal unserer Kultur aber ist, dass wir uns dessen wieder deutlicher bewusst werden, nachdem durch ein Jahrtausend die angeblich oder vermeintlich ausschließliche Orientierung an dem großartigen Pathos der christlichen Ethik die Augen dafür geblendet hat. Der Irrtum, den ein Teil unserer Jugend begeht, ist der, dass sie in dem Professor etwas anderes suchen, als ihnen dort gegenübersteht, einen Führer und nicht einen Lehrer. Aber nun, als Lehrer sind wir nun mal aufs Katheter gestellt. Erlauben Sie, dass ich Sie noch einmal nach Amerika führe. Der amerikanische Knabe lernt unsagbar viel weniger als der unsrige. Er ist trotz unglaublich vielen Examinierens doch dem Sinn seines Schullebens nach noch nicht jener absolute Examensmensch geworden, wie es der Deutsche ist. Denn die Bürokratie, die das Examensdiplom als Eintrittsbillett ins Reich der Amtspfründen voraussetzt, ist dort erst in den Anfängen. Der junge Amerikaner hat vor, nichts und niemand, vor keiner Tradition und keinem Amt Respekt, es sei denn vor der persönlich eigenen Leistung des Betreffenden. Und das nennt der Amerikaner Demokratie. Der Lehrer, der ihm gegenübersteht, von dem hatte die Vorstellung, naja, er verkauft mir seine Kenntnisse und Methoden für meines Vaters Geld, na, ganz ebenso wie die Gemüsefrau meiner Mutter den Kohl. Damit Schluss. Allerdings, wenn der Lehrer etwa ein Footballmeister ist, dann ist er auf diesem Gebiet sein Führer. Naja, ist er das aber nicht, so ist er eben nur Lehrer und weiter nichts. Und keinem amerikanischen jungen Mann wird es einfallen, sich von ihm Weltanschauungen oder maßgebliche Regeln für seine Lebensführung verkaufen zu lassen. Kommilitonen und Kommilitoninnen, Sie kommen mit diesen Ansprüchen an unsere Führungsqualitäten in die Vorlesungen zu uns und sagen sich vorher nicht, dass von 100 Professoren mindestens 99 nicht nur keine Footballmeister des Lebens, sondern überhaupt nicht Führer in Angelegenheiten der Lebensführung zu seinen Anspruch nehmen und nehmen dürfen. Bedenken Sie doch, es hängt der Wert des Menschen ja nicht davon ab, ob er Führerqualitäten besitzt. Nein, und jedenfalls sind es nicht die Qualitäten, die jemanden zu einem ausgezeichneten, gelehrten und akademischen Lehrer machen. Sehr bedenklich ist, wenn jeder, der auf dem Katheder steht, sich vor die Zumutung gestellt fühlt, sie in Anspruch zu nehmen. Und noch bedenklicher, wenn es jedem akademischen Lehrer überlassen bleibt, sich im Hörsaal als Führer aufzuspielen. Sie werden vielleicht die Frage stellen, wenn dem so ist, was leistet denn nun eigentlich die Wissenschaft Positives für das praktische und persönliche Leben? Naja, da sind wir wieder bei dem Problem Ihres Berufs. Zunächst natürlich Kenntnisse über die Technik, wie man das Leben, die äußeren Dinge, sowohl wie das Handeln der Menschen durch Berechnung beherrscht. Nun, das ist aber doch nur die Gemüsefrau. Die Gemüsefrau des amerikanischen Knaben, werden Sie sagen. Ganz meine Meinung. Zweitens, was diese Gemüsefrau schon immerhin nicht tut, Methoden des Denkens, das Handwerkszeug und die Schulung dazu. Sie werden vielleicht sagen, nun, naja, das ist nicht Gemüse, aber es ist auch nicht mehr als das Mittel, sich Gemüse zu verschaffen. Aber damit ist die Leistung der Wissenschaft glücklicherweise auch noch nicht zu Ende, sondern wir sind in der Lage, Ihnen zu einem Dritten zu verhelfen, zur Klarheit. Und damit erst gelangen wir zu der letzten Leistung, welche die Wissenschaft als solche vollbringen kann und zugleich an ihre Grenzen. Wir können und sollen Ihnen auch sagen, die und die praktische Stellungnahme lässt sich mit innerer Konsequenz und also Ehrlichkeit ihrem Sinn nach ableiten aus der und der letzten weltanschaulichen Grundposition. Ja, es kann sein aus nur einer, aber es können vielleicht auch verschiedene sein, aber aus den und den anderen eben nicht. Ihr dient bildlich geredet diesem Gott und kränkt jenen anderen, wenn ihr euch für diese Stellungnahme entscheidet.
die Fachdisziplin der Philosophie und die dem Wesen nach philosophischen prinzipiellen Erörterungen der Einzeldisziplinen versuchen ja das zu leisten. Wir können so, wenn wir unsere Sache verstehen, den Einzelnen nötigen oder wenigstens ihm dabei helfen, sich selbst Rechenschaft zu geben über den letzten Sinn seines eigenen Tuns, den letzten Sinn. Es scheint mir, das nicht so sehr wenig zu sein, auch für das persönliche Leben. Und ich bin auch hier versucht, wenn einem Lehrer das gelingt, zu sagen, er stehe im Dienst sittlicher Mächte, der Pflicht, Klarheit und Verantwortungsgefühl zu schaffen. Und ich glaube, er wird dieser Leistung umso eher fähig sein, je gewissenhafter er es vermeidet, seinerseits dem Zuhörer eine Stellungnahme oktroyieren oder suggerieren zu wollen. Nun, dass Wissenschaft heute ein fachlich betriebener Beruf ist im Dienst der Selbstbesinnung und der Erkenntnis tatsächlicher Zusammenhänge und nicht eine Heilsgüter- und Offenbarungen spendende Gnadengabe von Sehern und Propheten oder ein Bestandteil des Nachdenkens von Weisen und Philosophen über den Sinn der Welt. Das freilich ist eine unentrinnbare Gegebenheit unserer historischen Situation, aus der wir, wenn wir uns selbst treu bleiben wollen, niemals herausgehen können. Nun werden Sie geneigt sein zu sagen, ja, aber wie stellt man sich dann zu der Tatsache der Existenz der Theologie und ihres Anspruchs darauf, Wissenschaft zu sein? Wir wollen uns um die Antwort nicht herumdrücken. Theologie und Dogmen gibt es zwar nicht universell, aber doch nicht gerade nur im Christentum, sondern schreiten wir in der Zeit zurück in stark entwickelter Form auch im Islam, im Manichäismus, in der Gnosis, in der Orphik, im Parsismus, im Buddhismus, in den hinduistischen Sekten, im Taoismus und in den Upanishaden und natürlich auch im Judentum. Nur freilich in höchst verschiedenem Maße systematisch entwickelt. Und es ist kein Zufall, dass das okzidentale Christentum nicht nur im Gegensatz zu dem, was zum Beispiel das Judentum an Theologie besitzt, sie systematischer ausgebaut hat oder danach strebt, sondern dass hier ihre Entwicklung die weitaus stärkste historische Bedeutung gehabt hat. Der hellenische Geist hat das hervorgebracht und alle Theologie des Westens geht auf ihn zurück, wie offenbar alle Theologie des Ostens auf das indische Denken. Alle Theologie ist intellektuelle Rationalisierung religiösen Heilsbesitzes. Keine Wissenschaft ist absolut voraussetzungslos. Für jede Theologie, zum Beispiel auch für die hinduistische, gilt die Voraussetzung, die Welt müsse einen Sinn haben. Ja, sie müsse einen Sinn haben. Und ihre Frage ist, wie muss man ihn deuten, damit dies denkmöglich sei? Allerdings begnügen sich die Theologien mit jener wesentlich religionsphilosophischen Voraussetzung in aller Regel nicht, sondern sie gehen regelmäßig von den ferneren Voraussetzungen aus, dass bestimmte Offenbarungen als heilswichtige Tatsachen schlechthin zu glauben sind und dass bestimmte Zuständigkeiten und Handlungen die Qualität der Heiligkeit besitzen, das heißt, eine religiös sinnvolle Lebensführung oder doch deren Bestandteile bilden. Jene Voraussetzungen selbst liegen dabei für die Theologie jenseits dessen, was Wissenschaft ist. Sie sind kein Wissen im gewöhnlichen Sinne, sondern ein Haben. Wer sie, den Glauben oder die sonstigen heiligen Zuständigkeiten nicht hat, dem kann sie keine Theologie ersetzen. Erst recht nicht eine andere Wissenschaft. Im Gegenteil, in jeder positiven Theologie gelangt der Gläubige an den Punkt, wo der Satz gilt, Credo non quod sed quia absurdum est. Dieses Opfer des Intellekts bringt rechtmäßigerweise
nur der Jünger dem Propheten, der Gläubige der Kirche. Noch nie ist aber eine neue Prophetie dadurch entstanden, dass manche moderne Intellektuelle das Bedürfnis haben, sich in ihrer Seele sozusagen mit garantiert echten alten Sachen auszumöblieren und sich dabei dann noch daran erinnern, dass dazu auch die Religion gehört hat, die sie nun einmal nicht haben, für die sie aber eine Art von spielerisch mit heiligen Bildchen aus aller Herren Länder möblierte Hauskapelle als Ersatz sich aufputzen oder ein Surrogat schaffen in allerhand Arten des Erlebens, den sie Würde mystischen Heiligbesitzes zuschreiben und mit dem sie auf dem Büchermarkt hausieren gehen. Das ist einfach Schwindel, das ist Selbstbetrug. Nun, es ist das Schicksal unserer Zeit, mit der ihr eigenen Rationalisierung und Intellektualisierung, vor allem Entzauberung der Welt, dass gerade die letzten und sublimsten Werte zurückgetreten sind aus der Öffentlichkeit. Entweder in das hinterweltliche Reich mystischen Lebens oder in die Brüderlichkeit unmittelbarer Beziehungen der Einzelnen zueinander. Es ist weder zufällig, dass unsere höchste Kunst eine intime und keine monumentale ist, noch dass heute nur innerhalb der kleinsten Gemeinschaftskreise von Mensch zu Mensch im Pianissimo jenes Etwas pulsiert, das dem entspricht, was früher als prophetisches Pneuma in stürmischem Feuer durch die großen Gemeinden ging und sie zusammenschweißte. Versuchen wir, monumentale Kunstgesinnung zu erzwingen und zu erfinden, dann entsteht ein so jämmerliches Missgebilde wie in den vielen Denkmälern der letzten 20 Jahre. Versucht man, religiöse Neubildungen zu ergrübeln, ohne neue echte Prophetie, so entsteht im innerlichen Sinn etwas Ähnliches, was noch übler wirken muss. Und die Kathederprophetie wird vollends nur fanatische Sekten, aber nie eine echte Gemeinschaft schaffen. Wer dies Schicksal der Zeit nicht männlich ertragen kann, dem muss man sagen, er kehre lieber schweigend ohne die übliche öffentliche Renegatenreklame, sondern schlicht und einfach in die weit und erbarmend geöffneten Arme der alten Kirche zurück. Sie machen es ihm ja nicht schwer. Und irgendwie hat er dabei, das ist wahrscheinlich unvermeidlich, das Opfer des Intellekts zu bringen. So oder so. Ja, wir werden ihn deshalb nicht schelten, wenn er es wirklich vermag. Denn ein solches Opfer des Intellekts zugunsten einer bedingungslosen religiösen Hingabe ist sittlich immerhin doch etwas anderes als jene Umgehung der schlichten intellektuellen Rechtschaffenheitspflicht, die eintritt, wenn man sich selbst nicht klar zu werden den Mut hat über die eigene letzte Stellungnahme, sondern diese Pflicht durch schwächliche Relativierung sich erleichtert. Ja, und mir steht sie auch höher als jene Kathederprophetie, die sich darüber nicht klar ist, dass innerhalb der Räume des Hörsaals nun einmal keine andere Tugend gilt als eben schlichte intellektuelle Rechtschaffenheit. Sie aber gebietet uns festzustellen, dass heute für alle jene vielen, die auf neue Propheten und Heilande harren, die Lage die gleiche ist, wie sie aus jenem schönen, unter die Jesaja-Orakel aufgenommenen edomitischen Wächterlied in der Exilszeit klingt. Es kommt ein Ruf aus Seir in Edom. Wächter, wie lang noch die Nacht? Der Wächter spricht. Es kommt der Morgen, aber noch ist Nacht. Wenn ihr fragen wollt, kommt ein andermal wieder. Nun, das Volk, dem das gesagt wurde, hat gefragt und geharrt
durch weit mehr als zwei Jahrtausende und wir kennen sein erschütterndes Schicksal. Daraus wollen wir die Lehre ziehen, dass es mit dem Sehnen und Harren allein nicht getan ist und es anders machen. An unsere Arbeit gehen und der Forderung des Tages gerecht werden, menschlich und beruflich. Die aber ist schlicht und einfach, wenn jeder den Dämon findet und ihm gehorcht, der seines Lebens Fäden hält. Dankeschön.